Spieltempo, konsequenter Gegenstoß, aktive Abwehrformationen und variables Positionswechselspiel sind wesentliche Merkmale des heutigen Spitzenhandballs, die auch die deutsche Männernationalmannschaft in ihrer Spielauffassung verkörpert. Hohe technische Variabilität jedes Einzelspielers ist dabei die Grundvoraussetzung. Aktiver Ballgewinn, wie hier das abgefangene Kreisanspiel und das konsequente Umschalten aller Spieler von Abwehr auf Angriff, sind grundlegende Spielfähigkeiten, die im Jugendtraining von Anfang an entwickelt werden müssen. Spielen mit taktischen Auslösehandlungen, aus denen sich je nach Spielsituation variable und kreative Folgehandlungen ergeben können, sind Grundlage des aufgebauten Positionsangriffs. Die Rahmentrainingskonzeption des DHB versucht mit ihrem langfristigen Aufbau Nachwuchsspieler an dieses Leistungsniveau heranzuführen. Die linken Kästen zeigen die aufeinander aufbauenden Trainingsstufen. Rechts sind die wichtigsten Trainingsinhalte zugeordnet. Dieser Videolehrfilm zeigt einige Schwerpunkte aus dem Angriffstraining im Aufbautraining 2, also dem Training mit Jugendlichen ab etwa dem 17. Lebensjahr. Bereits in Teil 3 dieser Videolehrfilmreihe hatten wir gezeigt, wie in dieser Trainingsstufe das technisch-taktische Repertoire der Spieler im Rahmen der positionsspezifischen Schulung und des Kleingruppentrainings gezielt weiterentwickelt, sowie immer wieder unterschiedlichem Abwehrverhalten angepasst wird. Die wichtigsten Inhalte zum Angriffstraining noch einmal im Überblick. Das Training taktischer Auslösehandlungen und das Spielverhalten im 2-4-Angriff sind die Schwerpunkte dieses Videolehrfilms. Gerade der 2-4-Angriff spielt als Folgesystem im Rahmen des taktischen Weiterspielens nach Übergängen eine bedeutende Rolle. Umso erstaunlicher ist es, dass in Deutschland nur äußerst wenige Mannschaften in diesem Angriffssystem wirklich effektiv agieren können. Nicht umsonst sagt eine bekannte Trainerweisheit, dass Spieler nur dann über eine wirklich gute Spielfähigkeit verfügen, wenn sie im 2-4-Angriff effektiv spielen können. Die Nationalmannschaft ist dabei ein gutes Vorbild. Hier startet Kreisspieler Christian Schwarzer nach einem Übergang des Linksaußen im richtigen Moment in den freien Raum entlang der Torraumlinie. Hier eine mögliche Weiterentwicklung, die sich in Abhängigkeit des Gegnerverhaltens aus dem gleichen taktischen Grundablauf ergibt.
Im Aufbautraining steht in erster Linie das variable gruppentaktische Zusammenspiel im 2-4-Angriff im Vordergrund. Das Doppelpassspiel zwischen Rückraum und Kreisspieler kann dabei effektiv an unterschiedliches Abwehrverhalten angepasst werden. Angriffs- und Abwehrtraining stehen immer in einer Wechselbeziehung. Entsprechend gelten deshalb folgende Trainingsinhalte für das Abwehrtraining. Das Abwehrtraining im Aufbautraining 2 ist Inhalt von Teil 11 dieser Videolehrfilmreihe. Dies sind zentrale Trainingsbausteine für das Aufbautraining 2. Wir zeigen zunächst Spielformen für den einleitenden Teil einer Trainingsstunde. Parteiballspiele im begrenzten Spielfeld nach Handballregeln fordern bereits im Aufwärmprogramm spezifische Spielfähigkeiten. Solche Spielformen müssen aber im Aufbautraining 2 jetzt höhere Anforderungen stellen. Hier kann die ballbesitzende Mannschaft einen Punkt erzielen, wenn ein Kopfballzuspiel erfolgt. Der Ball darf dabei nicht auf den Boden fallen. Noch schwieriger ist die Aufgabe, eine Rückgabe mit dem Fuß zu spielen. Sie sehen, es werden sowohl hohe Anforderungen an die Koordination als auch an die Wahrnehmung gestellt. Sehr belastend, aber äußerst motivierend ist diese Variante des Parteiballspiels. Es muss eine Rückgabe im Sitzen gespielt werden. Achten Sie darauf, die Spieler dürfen nur 3 Sekunden lang auf dem Boden sitzen. Mit diesen Regelvariationen können Sie solche Spielformen weiter variieren. Im zweiten Trainingsabschnitt stellen wir spezifische Übungen zur Beinarbeit vor. Ein Führungsspieler gibt eine Bewegungsform vor, die die anderen laut bestätigen müssen. Eine Teamarbeit übrigens, die auch im Spiel zum Beispiel in der Abwehr permanent verlangt wird.
Was adäquate Bewegungsformen betrifft, sind den Spielern natürlich keine Grenzen gesetzt. Sie sind aufgefordert, einen wesentlichen Teil des Trainings selbstverantwortlich zu gestalten. Eine andere Organisationsform. Hier gibt ein Spieler einer Dreiergruppe die Bewegungsformen vor. Zwischen den einzelnen Richtungsänderungen müssen am Ort permanent schnelle Kontakte auf den Fußballen, sogenannte Quivers, ausgeführt werden. Achten Sie darauf, dass die Spieler mit möglichst aufrechtem Oberkörper eine gute Körperspannung beibehalten. Diese methodischen Prinzipien sind maßgebend für solche Trainingsformen. Nun zeigen wir, wie Sie taktische Auslösehandlungen in methodischen Lernschritten erarbeiten können. Beispiel 1, das Kreuzen zwischen Rückraum links und dem Linksaußen als Auftakt. Die Ausgangssituation, der Ball ist auf der rechten Seite, der Kreisspieler agiert in einer 6-0-Abwehr auf der linken Seite zwischen dem Halb- und dem Innenverteidiger. Der Linksaußen agiert zunächst als Eckenaußen. Der Ball wird nun von Rückraum rechts über Rückraum Mitte zu Rückraum links gespielt, der den Ball mit einer bogenförmigen Vorwärtsbewegung nach innen annimmt. Gleichzeitig nimmt der Linksaußen die Position als Linienaußen ein. Rückraum links leitet nun nach einer deutlichen Täuschung nach innen mit einem Durchbruch zur Wurfarm-Gegenseite die Auslösehandlung ein. Gleichzeitig führt der Linksaußen zunächst eine Lauftäuschung nach außen durch. Taktisches Ziel ist es, sowohl den Außen als auch den Halbverteidiger aus ihrer Grundposition zu ziehen und den Raum zwischen ihnen für die nachfolgenden Aktionen möglichst groß zu machen. Rückraum links versucht zunächst nach außen eine Torwurfsituation zu erspielen oder passt zum einlaufenden Linksaußen, der zunächst den sich absetzenden Rückraum links direkt wieder anspielt. Oder die Sperrstellung des Kreisspielers gegen den Halbverteidiger zum gezielten gruppentaktischen Zusammenspiel nutzt. Agiert die Abwehr richtig, kann der Linksaußen über Rückraum Mitte oder direkt zu Rückraum rechts oder direkt zum Rechtsaußen taktisch weiterspielen. Im ersten methodischen Schritt wird das gruppentaktische Zusammenspiel in der Eröffnung zwischen Rückraum links und Linksaußen im Spiel 2 gegen 2 zunächst isoliert geübt. Zwei typische Fehler müssen im Grundablauf korrigiert werden. Rückraum links dreht sich zu früh in Richtung des einlaufenden Linksaußen. Er müsste zunächst seine eigene Torchance suchen. Der Linksaußen läuft nach der Ballannahme zu weit zur Mitte. Er muss bogenförmiger laufen, Ballannahme und Ansatz zum Torwurf zeitlich verkürzen. Die einleitende 1 gegen 1 Aktion des Rückraum links ist für die Folgehandlungen von entscheidender Bedeutung. Er muss versuchen, seinen Gegenspieler aus dessen Abwehrgrundposition herauszuziehen. Die wichtigsten taktischen Grundprinzipien zur Einleitung im Überblick.
Auch hier dreht der Rückraumspieler viel zu früh ab. Ein wesentlicher Grund, der Durchbruch mit Überlegen des Wurfarms. Viel besser wäre hier ein Durchbruch ohne den bei Jugendlichen oft automatisiert angewendeten Überzieher. Korrigieren Sie im Detail. Mit diesen Korrekturen verbessern Sie gezielt das Spielverhalten. Natürlich darf in der Eröffnung nicht programmiert gekreuzt werden. Spielt der Außenverteidiger offensiv oder rückt er frühzeitig nach innen, kann der Linksaußen sich aus einer Lauftäuschung nach außen freilaufen. Oft versucht der Außenverteidiger, das Anspiel zum Linksaußen gänzlich zu unterbinden. Auch dann ist wegen des entstehenden Tiefenraums ein Durchbruch über die Außenposition effektiver. Eine kreative Spielvariante zum Kreuzen, das Anspiel des Linksaußen im Sprung über den Torraum. Achten Sie besonders auf die einhändige Ballannahme im Sprung. Gehen wir einen Schritt weiter. Der Rückraumspieler bekommt die Aufgabe, sich nach dem Abspiel sofort zum Rückpass in der Nahwurfzone freizulaufen. Diese Vorgabe darf jedoch nicht dazu führen, dass der Rückraumspieler, hier zu sehen, beim einleitenden Durchbruch nicht mehr torgefährlich ist. Der einlaufende Linksaußen soll je nach Gegnerverhalten variable Anspiele wählen. Wird er frühzeitig offensiv angegriffen, ist zum Beispiel ein Rückhandspiel möglich. Hier ein deutlicher Lernfortschritt. Nach einer torgefährlichen Einleitung verzögert der Rückraumspieler seinen Lauf nach innen etwas. Außerdem dreht er sich sofort nach dem Abspiel, sodass der übernehmende Verteidiger nur in seinem Rücken agieren kann. Die wichtigsten taktischen Prinzipien im Überblick. Der Außenspieler sollte den Pass nicht direkt zum sich absetzenden Rückraumspieler, sondern etwas nach vorn in den freien Raum spielen.
So ist die Gefahr, dass der Außenverteidiger den Pass blockiert, geringer. Im nächsten Schritt wird 3 gegen 3 gespielt. Dabei hat der Kreisspieler die Aufgabe, die Auslösehandlung mit einer Sperrstellung gegen den Halbverteidiger zu unterstützen. Achten Sie vor allem auf eine korrekte Sperrstellung. Hier muss der Kreisspieler die Sperre mehr in die Laufrichtung des Halbverteidigers stellen. Hier nimmt der Kreisspieler die Sperre viel zu spät ein. Deshalb ist ein Angreifer-Foul vorprogrammiert. Das richtige Timing? Im Umkehrpunkt, das heißt beim Abspiel von Rückraum links und dem beginnenden Kreuzen des Linksaußen, muss die Sperre stehen. Diese Sperrstellung ist besser, aber vom Timing her immer noch zu spät. Achten Sie darauf, der Kreisspieler muss bei Einnahme der Sperre stehen. Er muss seinen Gegenspieler auflaufen lassen. Die wichtigsten taktischen Prinzipien noch einmal im Überblick. Wird der einlaufende Außenspieler früh vom Innenverteidiger übernommen, ist ein Rückhandanspiel sehr gut möglich. Die Auftakthandlung von Rückraum links ist jetzt besser. Korrigieren Sie aber immer wieder die Sperrstellung. Der Kreisspieler muss beispielsweise seinen linken Fuß in Richtung 6-Meter-Linie setzen, damit er seinen Gegenspieler im Rücken behält. Hier sucht der Innenverteidiger Körperkontakt gegen den einlaufenden Linksaußen. Konsequenterweise spielt dieser ein hohes Sprungwurfanspiel nach vorn in die Laufbewegung des sich absetzenden Kreisspielers. Nun wird in der gesamten linken Angriffshälfte 4 gegen 4 gespielt. Vor allem gegen den einlaufenden Linksaußen werden jetzt unterschiedliche Abwehrverhaltensweisen gestellt, die die Angreifer situativ richtig lösen müssen.
Abwehrmöglichkeit Nummer 1. Der vorne Mitte einer 5-1 oder 3-2-1 Abwehr greift zusätzlich den einlaufenden Linksaußen an. Dieser wird also gleich von zwei Gegenspielern gedoppelt. Trotz des Doppelblocks muss der Linksaußen jetzt zum parallel stoßenden Rückraum Mitte spielen. So entsteht spätestens im Spiel 6 gegen 6 ein Überzahlverhältnis auf der rechten Seite. Abwehrmöglichkeit Nummer 2. Der vorne Mitte schirmt ein Anspiel zum Rückraum Mitte durch eine kurzfristige Manndeckung ab. Der Linksaußen kann jetzt die Mitte überspielen und zum parallel stoßenden Rückraum rechts passen. Wird Rückraum Mitte eng gedeckt, sollte er sich zunächst nicht nach vorn freilaufen. So kann der Angriff den offenen Raum taktisch nutzen. Einerseits kann der Linksaußen mit dem sich nach innen freilaufenden Kreisspieler zusammenspielen. Andererseits bringt ein langer Pass zu Rückraum rechts wegen der ballbezogenen Spielweise vieler Abwehrformationen oft ein Überzahlverhältnis. Auch wenn jetzt ein taktisches Situationstraining im Vordergrund steht, achten Sie immer auf das korrekte Verhalten der Spieler in der Eröffnung einer taktischen Auslösehandlung. Achten Sie jetzt auf die Wirkung dieser gezielten Trainerkorrektur. Rückraum links zieht den Halbverteidiger sehr gut mit. Und auch die Sperre steht zum richtigen Zeitpunkt. Im Training sollten die Angreifer jetzt immer wieder richtig auf neue Abwehrspielweisen reagieren. Hier kann Rückraum Mitte angespielt werden. Abwehrmöglichkeit Nummer 3. Vorne Mitte agiert zwar offensiv, Rückraum Mitte könnte das Zuspiel vom Linksaußen aber annehmen. Der Kreisspieler verzögert seine Absetzbewegung nach innen jetzt situationsgerecht etwas und kann daher von Rückraum Mitte hinter dem offensiv agierenden Verteidiger angespielt werden. Wurde der hinten Mitte vom Linksaußen zum Herauslaufen gezwungen, kann er jetzt ein Kreisanspiel kaum noch verhindern. Eine weitere Lösungsmöglichkeit, Rückraum Mitte läuft sich ohne Ball frei, wenn die Abwehr den Angriff teilen will. Der vorne Mitte versperrt jetzt mit einer Querstellung den Passweg im Rückraum. Rückraum Mitte kann sich jetzt sehr gut im Rücken seines Gegenspielers freilaufen und wird vom Linksaußen zum Beispiel mit einem Bodenpass angespielt. Der Kreisspieler darf dabei nicht den offenen Raum zulaufen. Abschließend wird nun 6 gegen 6 gespielt. Die taktische Auslösehandlung wird hier gegen eine 6-0 Abwehr angewendet. Die folgenden Szenen zeigen zunächst, wie lange Pässe vom einlaufenden Linksaußen recht gut Überzahlverhältnisse auf der rechten Seite schaffen.
Eine Möglichkeit des taktischen Weiterspielens. Der Linksaußen nimmt die Kreisrechtsposition ein. Es wird im 2-4-Angriff weitergespielt. Der Linksaußen übernimmt jetzt Kreisspieleraufgaben. Hier die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten des Weiterspielens aus dieser taktischen Auslösehandlung. In der zweiten taktischen Auslösehandlung kombinieren wir zwei Angriffsmittel, das Kreuzen im Rückraum und einen gleichzeitigen Übergang von der ballfernen Seite. Gegen eine 5-1 oder 3-2-1 Abwehr agiert der Kreisspieler bei Ballbesitz des Rückraummitte auf der linken Seite. Rückraummitte kreuzt jetzt als vorbereitende Spielhandlung mit Rückraum rechts. Dieser passt aus dem Kreuzen sofort zu Rückraummitte, der jetzt auf der Rückraumrechtsposition agiert, zurück. Gleichzeitig läuft Rückraum links zum Kreis, während Rückraum rechts von der Mitte aus nun auf die Rückraum links Position ausgleicht. Gruppentaktisch kann Rückraum Mitte sofort mit dem einlaufenden Rückraum links zusammenspielen. Der taktische Vorteil ist jetzt aber besonders auf der linken Seite, wo mit Rückraum rechts in der Regel ein Linkshänder agiert, was für die Abwehr ungewohnt ist. Zudem besteht dort meist ein 3-2 Überzahlverhältnis, wenn die gesamte Abwehr sich zur Ballseite verschiebt. Das taktische Weiterspielen beginnt daher mit einem langen Pass auf die linke Seite. Im Spiel 3-1 wird zunächst der Grundablauf vermittelt. Gerade in dieser ersten Lernphase müssen Sie gezielt korrigieren. Hier nun die wichtigsten Korrekturen für diese Aktion. Achten Sie mal besonders auf die vorbereitende Kreuzbewegung. Damit das taktische Ziel, eine schnelle Spielverlagerung auf die andere Seite, erreicht werden kann, muss die Abwehr möglichst weit auf der Ballseite gebunden werden. Hier läuft Rückraum links aus dem Kreuzen bereits viel zu weit nach rechts. Eine Orientierungshilfe. Rückraum links sollte aus dem vorbereitenden Kreuzen eine Grundposition etwa auf Höhe des linken Torpfostens einnehmen. Auch in diesem Ablauf ist der gleiche Fehler zu sehen. Rückraum rechts kommt aus dem Kreuzen wieder zu weit nach innen. Das gezielte Weiterspielen wird bereits erheblich beeinträchtigt. Noch einmal, Rückraum rechts ist bereits viel zu weit nach links gelaufen. Die Abwehr kann die Absicht der Angreifer sehr früh erkennen. Die richtige Ausgangsposition aus dem vorbereitenden Kreuzen wäre etwa, wie hier skizziert, auf Höhe des rechten Torpfostens.
Timing aber hier ist sehr gut. Rückraum links startet mit dem Rückpass und ist am Kreis anspielbar. Im nächsten Schritt wird nun diese taktische Auslösehandlung im Spiel 4 gegen 3 angewendet. Achten Sie hier besonders auf den Übergang von Rückraum links. Er startet zu spät und müsste bei Ballbesitz des Rückraum Mitte schon hinter dessen Gegenspieler am Kreis sein. Korrigieren Sie auch den Kreisspieler. Er darf sich nicht auf die Abwehr zubewegen. Hier sehen Sie den Vorteil dieser Auslösehandlung beim gezielten Weiterspielen in der 2-4-Formation. Beide Rückraumspieler auf den Halbpositionen haben die Wurfhand außen. Korrigieren Sie die Ausgangsposition des Kreisspielers. Er sollte rechts innen neben dem Halbverteidiger agieren und die Sperre gegen ihn nicht zu früh einnehmen. Achten Sie darauf, dass die Rückraumspieler nicht zu weit nach vorn agieren, da die langen Pässe im Rückraum sonst abgefangen werden können. Hier ein deutlich besseres Timing des einlaufenden Rückraumspielers. Schon besteht die Anspielmöglichkeit. Auch der Ansatz zum langen Pass zur rechten Seite vor dem Kreisanspiel ist äußerst wirkungsvoll. Hier ist diese Passtäuschung vor dem Kreisanspiel deutlich zu sehen. Auf der letzten Stufe wird 6 gegen 6, hier gegen eine 3-2-1-Abwehr gespielt. Wir erläutern nun einige Beispiele, wie aus dieser Auslösehandlung gezielt weitergespielt werden kann. Ein taktisches Ziel ist es, den Wurfhandvorteil der Rückraumspieler zu nutzen und den Raum zwischen den Halb- und Außenverteidigern anzulaufen. Nach dem Übergang ergeben sich für den Angriff zwei Dreiecke. Auf jeder Seite kann ein effektives 3 gegen 3 Kleingruppenspiel zu Torwurfsituationen führen. Es kann aber auch der sehr offene Raum in der Mitte genutzt werden, in dem sich zum Beispiel Rückraum rechts oder der Kreisspieler als Nachläufer zum Diagonalpass anbieten können. Auch ein gezieltes Doppelpassspiel wäre effektiv. Hier noch einmal ein sehr gutes Beispiel, wie der Linkshänder auf der neuen Rückraum-Linksposition die Nahtstelle zwischen Halb- und Außenverteidiger anläuft. Auch die deutsche Männernationalmannschaft wendet diese Auslösehandlung im Spiel erfolgreich an.
Sie sehen, wie Bogdan Venta konsequent den Raum zwischen Außen- und Halbverteidiger anläuft. Nun die dritte Auslösehandlung, der Übergang von Rückraummitte nach einem Kreisanspiel. Gegen eine 5-1 oder 3-2-1 Abwehr spielt Rückraummitte den Kreisspieler aus kurzer Vorwärtsbewegung auf Höhe der 9-Meter-Linie an. Dadurch werden sowohl der vorne Mitte als auch der hinten Mitte gebunden, zumal der Ball weiter zum anlaufenden Rückraum rechts gespielt wird. Es entsteht ein offener Raum in der Mitte der Abwehr, in den Rückraummitte mit einem Bogenlauf nach rechts, möglichst außerhalb des Blickfelds der Abwehr, zeitverzögert hineinläuft. Dort kann er von Rückraum rechts indirekt angespielt werden. Hilft der Halbverteidiger aus, dies ist ein weiteres taktisches Ziel, ergibt sich ein Überzahlverhältnis auf der linken Seite. Zunächst wird der Grundablauf im Spiel 4 gegen 3 eingeübt. Wir korrigieren wieder gezielt. Rückraummitte muss mehr im Bogen und zeitverzögert einlaufen. Die Laufbewegungen von Rückraum rechts nach außen und der folgende schnelle Schlagwurf sind jedoch sehr gut. Einmal die wichtigsten taktischen Prinzipien. Hier ist ein deutlicher Lernfortschritt beim Timing des Rückraummitte zu sehen. Stimmt das Timing, kann Rückraummitte durchaus angespielt werden. Achten Sie hier besonders auf Rückraum links. Er schaut vor dem Anspiel zum Rückraum rechts. Nun wird im Spiel 6 gegen 6 der Schwerpunkt auf das Weiterspielen gelegt. Ein wesentliches taktisches Ziel dieser Auslösehandlung ist es, dass die Abwehr sich in der Mitte konzentriert. Der Angriff muss also beim Weiterspielen vor allem Außenlösungen suchen. Hier sehen Sie sehr gut, wie Rückraum links taktisch den Außenverteidiger anläuft und so Raum für den Linksaußen schafft.
Hier zeigt der Rückraummitte sehr gut, wie er sich in den Rücken der Abwehr schleicht und so kurz einen taktischen Stellungsvorteil erzielt. Eine Spielvariante als Überraschungseffekt. Rückraum rechts bietet sich nach einer Lauftäuschung zum Doppelpass nach außen an. Die gleiche Aktion auf der anderen Seite. Achten Sie hier besonders auf die sehr gute Lauftäuschung des Rückraums links. Dies sehen Sie auch wieder im Spiel der Männernationalmannschaft. Zusammengefasst die wichtigsten taktischen Prinzipien zum Spiel mit Auslösehandlungen, die heute im Leistungshandball erfolgbestimmend sind. Nun zum abschließenden Trainingsbaustein, das gezielte Training des 2-4-Angriffs. In der ersten Grundsituation gehen wir davon aus, dass eine 3-2-1-Abwehr ihre grundlegende Spielweise beibehält. Die typische Spielweise, bei Ballbesitz des Rückraum links sichert vorne Mitte zusammen mit halb rechts gegen den Ballhalter. Hinten Mitte schirmt den linken Kreisspieler ab, während halb links das Diagonalanspiel zum rechten Kreisspieler blockiert. Typisches Merkmal dieser Spielweise ist die Überzahl am Ballort, während auf der ballfernen Seite permanent Unterzahl besteht. Um die Überzahl am Ballort zu sichern, müssen sich hinten Mitte und vorne Mitte ständig in Ballrichtung verschieben. Sie sehen die gerade beschriebene typische Spielweise des Innenblocks einer ballbezogenen 3-2-1-Abwehr. Beobachten Sie zunächst besonders das Verhalten der beiden Rückraumspieler. Erstes taktisches Grundprinzip ist es, den Ball im Rückraum zu halten. Werden die Außenspieler, wie hier zu sehen, schon in der Aufbauphase angespielt, kann sich die Abwehr wieder optimal organisieren. Ein zweiter Fehler. Die Rückraumspieler passen viel zu schnell und ohne Kontakt zur Abwehr. Sie nutzen die Schwachstellen dieser Abwehr, wie zum Beispiel den langen Laufweg bis hinten Mitte zwischen den beiden Kreisspielern, nicht. Die Spieler müssen lernen, wie sie sich diese Spielweise zu eigen machen können. Verzögert beispielsweise ein Rückraumspieler mit einer Täuschung das Abspiel so lange, bis der hinten Mitte wirklich auf einer Seite gebunden ist, sind mit dem folgenden Pass auf die andere Seite gute Voraussetzungen für ein Überzahlspiel gegeben. Außerdem erfolgt die Ballannahme und Abgabe oft in der Querstellung mit permanentem Blickkontakt untereinander. Die Abwehr kann so sehr leicht die Angreiferabsicht erkennen. Auch nahezu identische Angreiferbewegungen stellen die Abwehr vor keine Probleme. Die Rückraumspieler sind auf Kreisanspiele programmiert, statt situationsabhängig auch andere Lösungen zu wählen.
Hier versuchen die Rückraumspieler, die Passgeschwindigkeit durch Täuschung zu variieren. Beobachten Sie, wie diese Vorgabe umgesetzt wird. Sie sehen, die Vorwärtsbewegungen der Rückraumspieler sind immer noch auf den Gegenspieler gerichtet. Der lange Pass von Rückraum rechts kann aus dieser Grundposition sehr leicht von der Abwehr abgefangen werden. Effektiver wäre, wenn Rückraum rechts aus einer Täuschung zum Beispiel nach innen stoßen würde. Gleichzeitig könnte sich der rechte Kreisspieler zum Diagonalanspiel im offenen Raum in der Mitte anbieten. Wird jetzt, also etwas verzögert und taktisch gut vorbereitet, der lange Pass zu Rückraum links gespielt, dürfte dieser wirklich eine Überzahl vorfinden. Rückraum links muss wegen der schlechten Ausgangsposition von Passgeber Rückraum rechts den Ball tief im Rückraum annehmen. Das gibt der Abwehr Zeit, die richtigen Grundpositionen einzunehmen. Besser wäre es, wenn Rückraum links zum Beispiel mit einer Vorwärtsbewegung nach innen versuchen würde, den Gegenspieler aus seiner Grundposition herauszuziehen. Gleichzeitig könnte der sich nach außen freilaufende Kreisspieler angespielt werden. In der Mitte wird zu langen Laufwegen gezwungen. Sie sehen, obwohl die Kreisspieler optisch frei stehen, gelingt keine Abschlussaktion. Die Anspieltäuschungen sind wirkungslos. Beobachten Sie hier vor allem Rückraum rechts. Rückraum rechts läuft nach der Vorwärtsbewegung nach innen wieder nach außen, genau entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung der Abwehr. Würde Rückraum links jetzt etwas verzögert zu ihm passen, würde sich eine deutliche Überzahl ergeben. Außerdem würde die Vorwärtsbewegung von Rückraum links nach innen Raum für das Kreisanspiel schaffen. Hier sehen Sie die Wirkung eines verzögerten Abspiels. Rückraum rechts täuscht einen Pass zu Rückraum links vor und spielt den Diagonalkreisspieler an. Die Abwehr wird voll auf der rechten Seite gebunden. Rückraum links wäre völlig frei. Hier sehen Sie schon einen Lernfortschritt. Die Spieler müssen lernen, mit Geduld zu spielen und das Aktions- und Passtempo taktisch überlegt zu variieren. Achten Sie auf das Timing der Kreisspielerbewegungen. Der linke Kreisspieler bietet sich hier zu spät zum Diagonalspiel an. Außerdem dürfen die Kreisspieler nicht immer mit der Bewegungsrichtung der Abwehr laufen.
Auf der Basis effektiver Grundbewegungen gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Ein Kreisspieler stellt jetzt eine Sperre, um den hinten Mitte aus der Abwehr zu locken. So entsteht ein gestaffeltes Kreisspielerspiel. Rückraum links muss hier zunächst auf die Sperre eingehen und den eigenen Abschluss suchen. Dann wird auch das taktische Ziel erreicht. Hinten Mitte oder vorne Mitte müssen aushelfen. Verschiebt hinten Mitte sich weiter in Passrichtung, kann der Diagonalkreisspieler angespielt werden. In dieser Szene müssten die Rückraumspieler mehr auf die Sperrstellungen der Kreisspieler eingehen. Auch hier gezielt korrigieren. Rückraum links muss zunächst die Sperre torgefährlicher nutzen. Kreis rechts kommt etwas zu spät zum Diagonalanspiel. Noch einmal die taktischen Grundprinzipien des gestaffelten Kreisspielerspiels. Mit der Sperre soll der hinten Mitte aus der Deckungsmitte gezogen werden. Damit ist der Raum in der Mitte frei für den Diagonalkreisspieler. Wird dieser abgeschirmt, ergibt sich ein Überzahlspiel auf der ballfernen Seite. In der zweiten Grundsituation zeigen wir Spielmöglichkeiten des 2-4-Angriffs gegen eine 6-0-Abwehr. Eine taktische Auslösehandlung mit sehr variablen Folgehandlungen ist das Doppelpassspiel. Ein Kreisspieler bietet sich an der 9-Meter-Linie an und kann nun, je nach Gegnerverhalten, variabel mit beiden Rückraumspielern zusammenspielen. Dabei müssen die Rückraumspieler erkennen, ob sie sich nach innen oder außen freilaufen. Der ballbesitzende Kreisspieler ist für einen Moment der Spielmacher. Beide Rückraumspieler können sich jetzt ohne Ball nach innen oder außen freilaufen und zum Anspiel bzw. Doppelpass anbieten. Auch der Kreisspieler ohne Ball kann den offenen Raum in der Mitte nutzen. Natürlich muss aus dieser Auftakthandlung gezielt weitergespielt werden, wenn sich keine direkten Abschlussmöglichkeiten ergeben. Hier sind schon gute Ansätze zum Weiterspielen zu sehen, wenn auch im Detail noch korrigiert werden muss. Der Rückraum rechts muss hier bei der Auftakthandlung noch viel mehr in die Tiefe gehen und zunächst das Zusammenspiel mit dem rechten Kreisspieler suchen.
Kreisspieler müsste gegenziehen und sich zum Diagonalkreisspiel anbieten. So wird Raum für den sich nach außen freilaufenden Rückraum rechts geschaffen. Ergibt sich aus dem ersten Kreisspieleranspiel keine Abschlussmöglichkeit, kann der Angriff es durchaus noch einmal versuchen. Eine taktische Spielvariante? Mit dem Doppelpassspiel werden die Innenverteidiger zum offensiven Heraustreten gezwungen. Das schafft Raum für den zweiten Kreisspieler an der Torraumlinie. Einmal erst die Abschlussmöglichkeiten in der Mitte suchen, dann das Überzahlspiel nach außen spielen. Im 2-4-Angriffsspiel ist die Männernationalmannschaft ein gutes Vorbild. Achten Sie besonders auf Daniel Stephan, der viel torgefährlicher als die Nachwuchsspieler agiert. Hier ein gelungenes Anspiel zum Diagonalkreisspieler. Gegen die beiden Rückraumspieler im 2-4-Angriff wird häufig mit einer 4-2-Abwehr sehr offensiv verteidigt. Dies ist unsere letzte Grundsituation. Das gezielte gruppentaktische Zusammenspiel mit den Kreisspielern kann hier genauso im tiefen Raum angewendet werden. Ob Rückraum rechts sich nach innen oder außen freiläuft und zum Anspiel anbietet, hängt von der Beobachtung seines Gegenspielers ab. Natürlich kann auch der Kreisspieler selbst 1 gegen 1 spielen. Aus dem Auftakt ergibt sich jetzt situationsgerecht eine Reihe kreativer Folgehandlungen.
Hier eine sehr gute Lauftäuschung von Rückraum links. In Ergänzung zu diesem Lehrfilm zeigt Teil 3 der Videolehrfilmreihe Handball pur weitere Schulungsschwerpunkte zum Angriffstraining in Aufbautraining 2. In Teil 3 zeigen wir, wie im Aufbautraining 2 das technisch-taktische Repertoire der Spieler im Rahmen der positionsspezifischen Schulung und des Kleingruppentrainings gezielt weiterentwickelt sowie immer wieder unterschiedlichen Abwehrverhaltensweisen angepasst wird. Das spielnahe Training der ersten Welle und besonders das taktische Gegenstoßverhalten in der zweiten Welle sind weitere Schwerpunkte dieses Videolehrfilms. Einen Überblick über das Abwehrtraining im Aufbautraining 2 gibt Ihnen Teil 11 der Videolehrfilmreihe Handball pur, der mit der Junioren-Nationalmannschaft des DHB erstellt wurde. Zunächst zeigen wir verschiedene Grundübungen zur Schulung der Beinarbeit und der flexiblen individuellen Abwehrtaktik. Wir demonstrieren, wie Sie im Training optimalen kämpferischen Einsatz von Ihren Spielern fordern können. Sie sehen, wie Sie mithilfe einer methodisch aufgebauten Reihe verschiedener Grundspiele eine 3-2-1-Abwehr mit extrem ballbezogener und aktiver Spielweise erarbeiten können. Außerdem erläutern wir verschiedene Spielweisen gegen Formationswechsel des Angriffs. In der Videolehrfilmreihe Handball pur werden die Inhalte der Rahmentrainingskonzeption des Deutschen Handballbundes für das Nachwuchstraining in jeder einzelnen Förderstufe vorgestellt. Teil 1 zeigt im Überblick die Inhalte des Grundlagentrainings für die 13- bis 14-Jährigen. Die Laufzeit beträgt 65 Minuten. In Fortsetzung zu Teil 1 zeigt der zweite offizielle Lehrfilm des Deutschen Handballbundes die Inhalte des Aufbautrainings für das Training mit 15- und 16-jährigen Mädchen und Jungen. Anhand von 4 zentralen Trainingsbausteinen wird nicht nur der Aufbau altersgerechter Trainingseinheiten verdeutlicht, es wird auch methodisch erläutert, wie die Spielfähigkeit in dieser Altersstufe zielgerichtet weiterentwickelt werden kann.